Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn Sie am Anfang des Weltenantrag zustimmen, ist es ja ein Bericht, den es auch gegeben hätte ohne diesen Antrag, aber es ist ja gerade nochmal begründet worden, dass es eigentlich gestellt wurde, um es hier als Tagesordnungspunkt zu haben. Auf der Basis von der Evaluation wäre es natürlich nochmal sinnvoller, aber solange wir noch nicht vorliegen, ist es jetzt eben der Antrag, wie er jetzt vorliegt. Sie hatten kritisiert, dass man eigentlich vielleicht noch viel weiter einbinden müsste als bei den Ortsbeiräten selber. In dem jetzigen Antrag sind trotzdem nur die Ortsbeiräte genannt, das möchte ich nur mit zu bedenken geben. Aber um nochmal, Frau Koch hat ja den Beschluss von 2019 auch nochmal erwähnt. Dort ist ja einer der zentralen Punkte, dass nach dem Umsetzungszeitraum für die Fahrradabstellanlagen, also bis 2022, wenn die 40% erreicht werden sollen, eben evaluiert werden soll, ob sich die Abstellanlagen bewährt haben und ob man auch sogar 60 bis 80% nach oben gehen kann. Also das war ja genau Teil des Beschlusses damals, dass man eine ordentliche Evaluation hat. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, weil es ging ja nicht nur um die Menge, sondern es ging auch darum, Fahrradabstellanlagen mit Überdachung zu haben, mit Druckluftstationen zu haben, also die nochmal weiter auch ausgestattet sind, auch das wird Teil der Evaluation sein, warum wir da vielleicht noch nicht weiter sind. Und ich weiß gar nicht, was andere Standorte sein sollen als Parkplätze. Also wollen Sie es auf dem Spielplatz aufstellen, wollen Sie es irgendwie auf dem Gehweg aufstellen, wollen Sie es in den Sandkasten aufstellen. Also natürlich bietet sich der Verkehrsraum und dort, wo jetzt Autos stehen, für Fahrräder an, dass man den Raum nimmt. Denn eben, wir müssen Platz umverteilen, wir haben Platz nicht in dreifacher Ausfertigung oder können es doppeln. Wir haben nur mehr Platz für Fahrräder, wenn wir dem Autoverkehr Platz wegnehmen. Und ich glaube, wo halt viel des Unmuts auch herkommt, und sicherlich gehört es auch zur Evaluation, was können da vielleicht bessere Kommunikationsmöglichkeiten sein, oder wo ist Aufwand und Ergebnis gerechtfertigt. Ich meine, es gab aber auch in dem Prozess die Beteiligung von Ortsbeiräten. In Rothen-Littmann war letzte Woche eher die Kritik, so wie man mit als erstes, dass Plätze beantragt wurden, und jetzt sieht man sie noch nicht, während sie in anderen Stadtteilen schon alle dastehen, also wie dann auch die Verteilung über Stadtteile ist. Aber wo es ja erstmal darum geht, grundsätzlich mit zu verteidigen, dass wir einfach mehr Radabstellanlagen brauchen. Aber ich glaube, ein großer Grund des Unmuts ist ja, dass das halt nur das Ende der Mobilitätswende ist. Weil um Radabstellanlagen zu haben, an denen Fahrräder stehen, braucht man natürlich einen Radweg, der zu dieser Abstellanlage hinführt. Und wenn man auf der Frankfurter Straße einfach eine doppelspurige Hauptverkehrsstraße hat und dann dort die Abstellanlage hinmacht, ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn wir mit der Straße angefangen hätten für die Fahrräder. In der Frankfurter Straße war das ein großes Thema, dass sich viele andere nach einer Tempo 30 wünschen, dass die Verkehrsbelastung hoch ist. Wenn wir da eine Spur für den Fahrradverkehr frei machen würden, ich glaube, dann wäre die Radabstellanlage nicht mehr so umstritten und es würden da auch ganz schnell viele Fahrräder stehen. Wenn wir über Mobilitätswende reden und Leute befürchten, dass sie keine Alternative haben, weil sie mit dem Auto fahren müssen und deswegen ihre Wurst mit dem Auto holen, dann müssen wir darüber reden, wie wir den Ausbau vorantreiben und der in den gleichen Tempo geht. Und das heißt eben nicht nur am Parkplatz, damit das Fahrrad wieder steht, sondern dass wir das Fahrrad ins Fahren bringen und eben den ÖPNV ausbauen, die Fahrradstrecken ausbauen und an den Stellen tatsächlich anfangen.